Oh Mann, 5:30 und es ist noch extrem dunkel draußen. Und wir fahren jetzt gerade zum Busstopp, weil wir gleich zum Tongariro Crossing fahren. Und ich bin auch richtig müde, wir müssen gleich noch unsere Sachen packen und alles. Wir sind voll im Stress. 5:05, der Bus kommt gleich. Ich habe schon meine Sachen gepackt, esse gerade noch ein bisschen was. Käse mit Toastbrot, auch geil. Ja, und jetzt geht auch gleich der Bus los. So, los geht's. Wir sind am Crossing angekommen. Wetter ist bis jetzt noch ein bisschen wolkig, aber es soll besser werden später. Es sind einige Leute am Start. Ja, wir laufen jetzt schon die ersten 10 Minuten. Hat ja eine Eisaxt und alles Mögliche bekommen. Und auch Spikes für die Wanderschuhe. Da oben klettern wir jetzt hoch. Und das Wetter wird schon besser. Keine Wolken mehr am Himmel. Also richtig krass. Wir laufen jetzt schon eine Stunde. Ganz schön anstrengend. Aber der steile Part, der kommt erst noch. Und insgesamt laufen wir 8 Stunden. Guckt euch mal den Dinger hier an. Sieht auf jeden Fall alles richtig, richtig cool aus. Und ja, soll der schönste Wanderweg Neuseelands sein. Bin ich mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Und im Sommer laufen den Track anscheinend 2000 Leute pro Tag. Und im Winter gerade mal so 100. Also haben wir eigentlich unsere Ruhe. Ist eigentlich ganz cool. Mittlerweile schon im T-Shirt unterwegs. Ist echt krass warm. Ich hoffe, dass es nachher vielleicht auch ein bisschen kälter wird, weil wenn es bergauf geht und es bleibt so warm, dann sterbe ich wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. Und jetzt kommt der anstrengende Part, genau vor uns. Richtig ekelhaft. Es geht 1,5 Stunden Stufen bergauf. Puh, gar keine Lust drauf. Der schwierigste Part ist schon geschafft. Und jetzt machen wir hier irgendwie so komisches Zeug. I want to. Here we'll demonstrate self-arresting. I want to see everyone do it 3 times. But first I'll just show you how to do it. Der Walk ist echt richtig, richtig geil. Aber ich hätte gedacht, dass der viel extrem anstrengender ist. Wir haben es jetzt eigentlich schon fast geschafft. Und es war jetzt vielleicht eine Stunde hochlaufen. Also wirklich easy. Aber diese Schneewüste, die wir hier haben, sieht einfach nur geil aus. Ich habe jetzt hier noch gerade so ein paar Leute kennengelernt, mit denen mache ich vielleicht noch morgen so einen kleinen Roadtrip. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass das Video hier richtig geil wird. Ja, Mann. Richtig, richtig geil. Macht das auf jeden Fall. Tongariro Crossing. Richtig Porno. Da hinten geht es nochmal hoch. Da kommt nochmal eine 1/2 Stunde Aufstieg. Aber das schaffen wir dann auch noch. Also es geht nochmal bergauf. Und wir haben jetzt hier so Steigeisen an und alles. Wir brauchen jetzt auch die Eisaxt, weil das ist schon krass. Da gehen auch Leute ohne das Equipment hoch und die sind ganz da oben. Und die fickt richtig gerade. Richtig übel. Krass. Und hier wird es jetzt mega windig. Wir sind gerade am schwierigsten Part angekommen. Und ist ganz schön steil. Da geht es jetzt hoch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das überhaupt geht. Das ist jetzt gerade der höchste Punkt hier. Und wir laufen jetzt den ganzen Weg da unten komplett bis nach ganz da hinten rüber. Richtig krass. Gegen den Wind hier kann ich leider nichts machen. Das hört sich bestimmt die ganze Zeit mega beschissen an. Aber ja, deswegen filme ich auch noch mit der Spiegelreflex hier. Ja, und jetzt haben wir ungefähr 30% geschafft.
krass sich das anhört. Wir sliden jetzt hier runter. Oh, Sebastian, danke für deine 10 Euro Spende. Ich slide gerade hier runter. Es geht mega ab. Gibt es ein paar Müsli-Riegel und dann geht es auch weiter, nochmal 4 Stunden bergab. Wir haben es jetzt fast geschafft, wir sind jetzt schon wieder hier auf dem normalen Weg und da geht es jetzt runter, der ist überall, der Weg ist noch, also wir brauchen bestimmt noch 2,5 Stunden. Ist schon noch weit, aber ist jetzt nicht mehr so eisig und alles, aber es hat sich echt extrem gebockt. Bin mal gespannt, ob ich irgendwie sowas auch in Nepal mache. Vielleicht Everest Base Camp oder so, 5.000-6.000 Meter. Schon mal irgendwie Bock drauf. Ja, und keine Ahnung, da hinten ist noch ein richtig krasser Vulkan, der letztens, der 2012 das erste Mal ausgebrochen ist. Da ist jetzt ein mega Krater. Kommt die ganze Zeit Rauch raus. Nicht erlaubt, dorthin zu laufen. Und hier hinten ist auch noch extrem viel Qualm und alles. Definitiv der beste Walk, den ich bis jetzt gemacht habe. Also Tongariro Crossing. Also ohne den Schnee fände ich es wahrscheinlich nicht so geil. Aber so hat es sich echt extremst gebockt. Aber ich würde es ohne Guide machen und mir einfach nur die Schneespikes ausleihen. Und ja, dann geht das auch. Also ich habe heute bestimmt schon 100 Bilder gemacht, die alle so mega geil sind. Ich chill hier mit den 2 Engländern, die sind auch richtig cool drauf. Mit denen treffe ich mich heute Abend auf jeden Fall nochmal. Ich habe noch ein bisschen mit der GoPro gefilmt. Das ganze Videomaterial kopiere ich mir dann rüber von denen. Und hier stinkt so arg ekelhaft. Es ist echt bäh, richtig nach verfaulten Eiern, so wie in Rotorua bestimmt. Und wenn ihr alle meine Bilder sehen wollt von heute, dann guckt auf jeden Fall bei Instagram vorbei und auf Flickr lade ich die auch immer in voller Qualität hoch. Die Links sind beide unten in der Videobeschreibung. Ja, geiler Tag. Hier hat es fett was reingeschlagen, als der Vulkan ausgebrochen ist. Wenn man da mal reinguckt, richtig krass. Es sind 30.000 kleine Steine runtergekommen, oder eher gesagt große Steine. Und hier hat es alles zerböllert, richtig krass. 1 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Laufen jetzt hier noch so ein bisschen durch den Regenwald oder keine Ahnung, was man hier sagen soll. Ich habe jetzt ein bisschen echt Sonnenbrand gekriegt oder es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wäre ich echt verbrannt. Aber es war echt das Beste, was ich bis jetzt in Neuseeland gemacht habe. Ich weiß nicht, ob es genauso geil ist, wenn man es im Sommer macht. Ich glaube es kaum, weil der Schnee, der macht das einfach um einiges besser. Geile Brücke. Sowas hat es echt fast auf jedem Wanderweg in Neuseeland. Ist richtig cool. Ja, und jetzt sind wir auch gleich da, 10 Minuten oder so, war
wirklich eine einfache Wanderung. Also es war jetzt nicht challenging. Den anderen Hike, den ich in Wanaka gemacht habe, der war eigentlich schon echt fast übler wie der heute. Aber hat sich mega gebockt. Und es hat sich gelohnt. Die Bilder, die Videos, geil, geil, geil. So, wir haben es geschafft. Wir sind zurück am Bus. Und da gibt es jetzt erstmal ein geiles Bier für uns. Richtig krass. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Hab ja heute die zwei Jungs kennengelernt auf dem Hike. Die zwei Engländer. Mit denen treffe ich mich jetzt nochmal. Ich fahre gerade nochmal in die Stadt. Treffen uns beim BK. Wir müssen die ganze Videomaterial austauschen, weil die auch voll viel mit ihren GoPros gefilmt haben. Ja, und vielleicht gehe ich sogar morgen mit denen auf einen kleinen Roadtrip, ist noch nicht ganz sicher. Aber besprechen wir dann alles gleich, wenn ich im BK bin. Wir sind gerade fertig mit dem ganzen Zeug hier, haben die ganzen Bilder ausgetauscht und alles mögliche. Richtig cool, jetzt habe ich 20 GB GoPro-Material und Videos von heute, richtig krass viel. Ja, und das schneide ich jetzt nachher alles mal zusammen. Obwohl heute vielleicht nicht mehr, aber vielleicht morgen oder übermorgen. Und morgen geht's mit den Jungs auf den Roadtrip. Richtig cool, Mann. Freue ich mich mega drauf, die sind übel lässig. So, bin jetzt zurück in meinem Auto, höre noch ein bisschen Musik. Putze mir jetzt gleich noch die Zähne und dann gehe ich auch echt schlafen. War schon ein anstrengender Tag, aber geht eigentlich, ist jetzt schon 10:30 abends. Normalerweise bin ich so lange nie wach. Dafür, dass ich heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin. Echt easy. Also dann sieht man sich in der nächsten Folge und lasst mir einen Augen nach oben da für den geilen Tag.